Leute dafür, dass das ganz normale Leben, dass das bezahlbar ist. Und zwar für alle. Ich bin wütend über die ganze, diese ganze verfickte Situation. Wir finden es wichtig, heute den Auftakt des heißen Herbstes zu unterstützen, gleichzeitig den Nazis klar entgegenzutreten. Die Linke hat dafür zu kämpfen, dass die soziale Gerechtigkeit endlich wieder im Mittelpunkt der Politik steht. Inflation, Energiekrise und wachsende Ungerechtigkeit, dieser Winter droht kalt zu werden. Deswegen haben sich heute tausende Menschen in Leipzig hier versammelt, um den sogenannten heißen Herbst einzuläuten. Das sind Sozialproteste gegen die Preisexplosion. Zu meiner Linken sieht man viele linke Initiativen. Zu meiner Rechten sieht man die Freien Sachsen. Es ist auch schon zu Auseinandersetzungen gekommen. Ich würde sagen, die Stimmung ist aufgeheizt. Und der Lauf des Abends wird zeigen, wie das hier alles noch laufen wird. Aber vorher treffen wir uns mit Thomas und wollen von ihm wissen, wie er die wachsende Inflation erlebt und mit den steigenden Preisen klarkommt. Ich bin 58 Jahre alt, hier aus der Leipziger Südvorstadt. Ich wohne hier in einer wunderschönen Wohnung. Zum Glück kann ich auf Konsum verzichten und deshalb noch einigermaßen gut leben. Ansonsten lebe ich von Grundsicherung. Ich kann nicht arbeiten, ich kann meine Arme sehr schlecht bewegen. Ich bin psychisch krank und habe noch verschiedene andere körperliche Krankheiten, die es halt wenig ermöglichen, obwohl ich gut ausgebildet bin. Ich bin Zentralheizung- und Lüftungsbauer und auch Betriebswirt. Also die Regelsätze 155 Euro für Lebensmittel reichen jetzt überhaupt nicht mehr aus. Da bin ich halt auf Hausmarken von den großen Lebensmittelkonzernen angewiesen. Wenn man heute in den Supermarkt geht, stellt man auf einmal fest, oh, die preiswerten Nudeln sind alle. Oh, die preiswerte Margarine von Jahr ist alle. Und jetzt sind nur noch die teuren, die eh doppelte Kosten da. Dann habe ich eine ganz andere Preissteigerung als das, was mit 10, was weiß ich nicht, Prozent angesagt wird. Dann sind bei mir die Preissteigerungen schnell bei 30%. Solidarische Gesellschaft würde so aussehen, dass auf jeden Fall es keine Superreichen mehr geben würde. Konzerne eher in Staatshand gehören, insbesondere gerade die kritische Infrastruktur, wie man jetzt merkt, was unheimlich schlecht gedacht war. Ich bin wütend über die ganze, verfickte Situation. Die Montagsdemo halte ich für sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass es auch nur der Auftakt ist. Ich hoffe, dass auch endlich mal die Hartz-IV-Empfänger, die armen Menschen in unserer Gesellschaft auf die Straße gehen und laut sind. Die Rechten werden es vielleicht probieren, aber wir werden es einfach nicht zulassen. Also es ist nicht deren Demo. Warum Zubringer-Demo? Wir finden es wichtig, heute den Auftakt des heißen Herbstes zu unterstützen, soziale Proteste heute auf die Straße zu tragen, aber gleichzeitig den Nazis, den Rechten, den Querfront versuchen, klar entgegenzutreten. Also wir bedenken natürlich auch geflüchtete Menschen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben. Und natürlich will die Rechte auch nicht an die Konzernmacht ran. Und für uns ist klar, dass Umverteilung zur sozialen Frage gehört. Und dass sozusagen auch mit einer Übergewinnsteuer, mit einer Vermögenssteuer auch die Reichen die Krise bezahlen müssen. Und das ist eine linke Antwort. Auf dem Leipziger Augustusplatz treffen Linke und Rechte aufeinander. Schnell machen AntifaschistInnen Personen aus, die aus ihrer Sicht nicht auf die Veranstaltung der Linken gehören. Ja, die wollen uns hier. Warum? Ja, weil Deutschlandfahne hat er. Ja, komm. In manchen Ländern. Eine Situation wie diese wird nicht die einzige bleiben. Da die Veranstaltungen sehr nah beieinander liegen, kommt es regelmäßig zu Besuchen von Rechten, die wie hier in dem Fall mit Wasser beantwortet werden oder gar mit direktem körperlichen Einsatz. Die Polizei versucht, beide Lager strikt zu trennen, was nicht immer gelingt. Am Ende hatte am Montag die Linke die Deutungshoheit über die Sozialproteste. Auch wegen der Antifa-Blockaden gegen rechte Gruppen. Die Situation war unübersichtlich. Am Ende kamen tausende Demonstrierende zusammen, mit deutlich mehr Beteiligung auf der Seite der Linken. Ganz offensichtlich ist Montag
doch ein guter Tag. Unsere berechtigten Sorgen und Nöte, ja auch Ängste, auf die Straßen zu tragen. Unsere Forderungen zu formulieren, sonst wären wir heute nicht so viele. Also es sind einige Tausend, wir haben jetzt noch nicht die offiziellen Zahlen hier auf dem Platz. Wir sind laut, wir sind bunt, wir sind friedlich. Das ist ein super Zeichen, was heute von Leipzig ausgeht. Ich weiß, die Dinge, die in Sachsen da drüben einfach neben sie gegenübergestellt haben. Das stört mich, aber das war juristisch nicht zu verhindern. Gregor Gysi und ich haben uns gewehrt, was die Vereinnahmung betrifft, unsere Namensnennung in ihrem Kontext, das mussten sie zurücknehmen. Ansonsten sind wir an Grenzen des Versammlungsrechts gestoßen und die haben einfach parallel zu uns angemeldet. Also unsere Forderung heute ist die erste, dass die Gaspreisumlage zurückgenommen wird, dass wir endlich einen Gas- und Energiepreisdeckel kriegen und dass die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt wird und wir brauchen eine Übergewinnsteuer. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss Steuergerechtigkeit herstellen. Anders geht es nicht. In Deutschland bezahlt alles die Mittel, weil sie sich an die wirklichen Großverdiener, die Reichen, die großen Konzerne und Banken einfach nicht herantrauen. Und dann, ja, ich bin zufrieden mit der Demo. Es sind unheimlich viele Leute hier. Es sind unheimlich viele Leute bereit, unsere Fahnen zu tragen und unsere Button gegen Rassismus zu tragen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Zeichen, was hier gesetzt wird für besseres Leben in Deutschland.